Das ist eigentlich mal ganz gut. Und dann würde ich sagen, ab in die Schule. Na, Otto. Lass abhängen. Oh, Lipsy-san. Hoffentlich darf Nanako-chan bald Besuch empfangen. Wir müssen wohl einfach warten. Falls du nichts dagegen hast, hast du Zeit. Ja, möchte ich. Los geht's. Yes. Ja, bitte. Na, Otto freut sich. So, der mysteriöse Brief wieder. Verbrennen doch einfach. Mensch, mach dir nicht so viele Gedanken darüber. Samegawa Flussaue. Naoto hat dir etwas über das Papier zu sagen, das du ihr gegeben hast. Ja, du siehst, es ist unbeschrieben. Nur eine leere weiße Karte. War etwa der Doktor in der Nähe? dafür, dass sie so dünn ist, ist sie recht steif. Aber da nichts drauf steht, habe ich keine Ahnung, wer sie abgeschickt hat. Ich würde es als Scherz verbuchen. Wirklich? Ich mache mir trotzdem Sorgen um dich. Der ist aber nicht lustig. Ja, komm. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich werde jetzt mal so ein bisschen... Das nervt sie wahrscheinlich. Das passiert ständig. Wenn man jede vermeintliche Spur verfolgen würde, käme man nie zum Ende. Naoto zuckt mit den Schultern. Naotos Handy klingelt. Oh, Verzeihung. Ja, kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich bin's. Ah, Yakushiji-san. Was gibt es? Hä? Ein Dieb? Im Shirogane-Anwesen? Ja. Ja, verstehe. Ich habe nichts in diesem Zimmer, was ich vermissen würde. Ja gut, also... Ja. Du hast schon die Polizei verständigt, oder? Dann kannst du auch den Rest übernehmen. Ich hoffe, dein Opa hat überlebt, ne? Der wurde da auch noch irgendwie, oder? Solange Opa sicher ist, ist das egal. Ich muss mich um den Fall kümmern. Naoto hat rasch aufgelegt. Oh. Was passiert? Du hast doch gerade zugehört. Ich meine, was ist das für eine blöde Frage? Musst du nicht heim? Ein Dieb im Haus eines Detektivs? Das klingt vorwurfsvoll. Ja, das kann auch passieren. Ich meine, nur weil man Detektiv ist, heißt ja nicht, dass man vor Einbrüchen geschützt ist. Musst du nicht heimkommen. Hä? Was? Oh, entschuldige, du sorgst dich meinetwegen. Naoto wirkt etwas unruhig. Das war Yakushiji, der Sekretär meines Großvaters. Offenbar ist jemand in das Shirogane-Anwesen eingebrochen. Der Dieb war besonders an meinem Zimmer interessiert. Yakushiji wollte wissen, ob der Dieb etwas Spezielles suchte. Aus Großvaters Bestand wurden einige meiner privaten Gegenstände gestohlen. Ich weiß nichts Genaues über diese Dinge, doch sie besitzen keinen besonderen Wert, also... Ja, ist doch egal, trotzdem vorsichtig. Weißt du noch diese Karte? Es war der Doktor. Yes. Es war der Doktor. Ja genau, das habe ich auch gedacht. Naoto nickt. Aber du musst dir keine Sorgen um mich machen. Wir beide müssen uns um dringlichere Angelegenheiten kümmern. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Naoto wirkt außergewöhnlich nervös. Verstehst du etwas besser. Das ist schön. Immerhin. So, Rang 2 erst. Naja, aber es dauert ein Weilchen, aber wir kommen voran, ne? Fortuna, jetzt die Entwicklung von Naoto in Herzensdingen beeinflusst seine Persona. Und welche Persona? SP regenerieren. Das ist sehr geil. 3 SP pro Runde ist aber auch nicht so viel. Als Einzige, was ich jetzt hier wirklich rausfahren würde, wäre Seuche. Ich meine, es ist zwar schwerer körperlicher Schaden bei allen Gegnern mit Chance auf... Ich meine, es sind 3 SP wirklich viel. Ich meine, wir hatten jetzt zumindest beim Endkampf einen ziemlichen SP-Mangel, sagen wir es mal so. Schwierig. Ja, das denke ich auch, Precent. 3 SP ist es eigentlich nicht wert, glaube ich auch. Also schmeißen wir das raus. Also wenn es jetzt 10 SP oder so wären, aber 3 SP, ich meine, du weißt Attacken, ich meine zum Beispiel Hammer und es kostet ja schon gefühlt 30, 40 SP, ne? Na gut, muss sagen, das ist auch eine relativ frühe Fähigkeit gewesen, ne? I'll see you again. Obwohl sie sich sträubt, da hast du Naoto nach Hause gebracht. Ich habe jetzt das Richtige verlernt, ja. Warte mal, ich will mal gucken, wie das jetzt hier aussieht, was Gutes überschrieben habe. Nö, ist alles noch so bis vorher. Aber. So, komm jetzt hier. Letzter Band. Ja, Homeshopping-Sendung will ich mir nicht angucken. Ich habe die doch, wie gesagt, ich habe sie abgelehnt. So, diesem Buch. Senseis Freunde. So, jetzt komm. Das muss jetzt ausreichen langsam, oder? So, du liest. Alles wunderbar. Eine Sitcom-artige Geschichte um einen ängstlichen Lehrer und seine hochnäsigen, zwielichtigen und sexy Kollegen. Durch das Geschichte entwickelst du Mitgefühl. Das klingt irgendwie nicht so, wenn ich irgendwie ein Sitcom gucke, wo das klingt, vor allem wenn es eine Komödie ist oder eher so. Was hat das denn mit Mitgefühl zu tun? Das ist eigentlich, naja, naja, gut. So, komm jetzt. Immer noch nicht!
Es muss doch ein Ende finden, ja, Mensch. Aber ein Band haben wir, glaube ich, noch, oder? Wer nervt? Oh, Naoto. Guten Tag, es ist etwas ungewohnt, dich hier zu treffen. Nein, es ist nicht. Ich stehe immer hier. Ich komme jeden Tag hier. Genau an dieser Stelle stehe ich immer. Ah ja, es gab keine neuen Entwicklungen, die Karte betreffend. Ich nehme an, es war einfach nur ein dummer Scherz. Entschuldige, dass ich dich damit belästigt habe. Naoto wirkt unruhig, aber vielleicht solltest du sie nach der Schule nach Hause bringen. Mal gucken. Wir schauen, was uns erwartet. So. Wir könnten mit Naoto was machen. Das bietet sich ja an. Aber erstmal gucken, ob Rice da ist. Reset ist wieder nicht da. Ja, gut, dass wir jetzt hier Naoto freigeschalten haben, ne? Na gut, dann ist es wieder. Ist es wieder Naoto. Ist halt gar nicht so schlecht, wenn wir sie ein bisschen hochleveln, ne? Oh, Flips ist da, Nanako, mit der Zeit verbringen. Ja, will ich. Nein, ich komme allein zurecht. Trotzdem, ich zwinge mich trotzdem auf hier. Also, wenn es dir nicht ausmacht. Ja, das ging schnell. Naoto protestiert zwar, wirkt aber ein wenig erleichtert. Er hat ihr Brief da. Das hier. Oh, das ist ein Liebesbrief. Das hier lag in meinem Schuhfach. Ja, das war eh, weil ich dich damals, ne? Ich habe dich ja auch auf dem. Yasogami-Hai. Wettbewerb habe ich dich ja auch sozusagen ausgewählt, ne? Oder dir meine Stimme gegeben. Vielleicht habe ich da einen kleinen Einfluss drauf genommen. Naoto zeigt dir einen versiegelten Brief. Es ist ein Liebesbrief. Das wäre wohl das Erste, woran man bei einem Brief im Schuhfach denkt. Ja, oder das ist irgendwie eine Rechnung. Das sind die GZ. Die hat einfach den Schuhfach gefunden, da auch eine reingelegt, ne? Naoto blickt unzufrieden. Name und Handschrift nach zu schließen, ist die Absenderin ein Mädchen. Sie hat sogar ihr Jahr und ihre Klasse angegeben. Und wenn man das herzförmige Siegel hinzuzieht, lässt sich ausschließen, dass der Brief etwas mit meiner Arbeit hier zu tun hat. Ja, das könnte man wahrscheinlich meinen. Also ein Brief mit Herzen ist ja meistens schon relativ eindeutig, ne? Anders gesagt, ich muss ihn nicht lesen, hallo? Sei doch offen. Wer weiß, ich meine, triff sie doch erstmal, ja. Ach, entschuldige, ich hab mit diesem Unsinn deine Zeit verschwendet. Ziemlich irreführend, ein versiegelter Brief, ausgerechnet jetzt. Und wenn er bei einem Jungen ist, was willst du dann machen? Willst du nicht lesen? Warum nicht? Selbst wenn ich ihn lesen würde, wäre er mir egal. Romantische Beziehungen sind nichts für mich. Aber jetzt hast du ja Flipsi getroffen, das wird sich noch ändern, ne? Naoto seufzt. Egal, ob der Absender ein Junge oder ein Mädchen ist, ich werde nicht antworten. Das ist aber nicht schön, wenigstens mal ein gebrülltes Nein oder so. Ich habe keine Zeit für oberflächliche Liebesaffären. Bei dir ist es sicher genauso. ja, ich habe kein romantisches Interesse an niemanden, ne? Ich bin ganz koscher, was das betrifft. Also, ne? Wenn jemand sagt, er würde mich lieben, ohne mich überhaupt zu kennen, lächerlich. Gehen wir. Senpai. Wollen wir uns irgendwo hinsetzen? Ich habe noch ein paar Fragen, was den Mord angeht. Ach, so ein schönes Thema hier. Ja. Naoto nimmt den Fall sehr ernst. Du spürst, dass sich deine Beziehung zu Naoto vertieft hat. Ach ja, romantisch hier. So. Was haben wir jetzt? Entschlossenheit erhöht sich. Naoto kann jetzt im Kampf einen Folgeangriff ausführen. Sehr schön. Okay, wollen wir gehen? Na, ich denke, wir werden die nicht mehr vollkriegen, tatsächlich. Also jetzt so von dem Social Link. Aber du bringst Naoto nach Hause und gehst dann selbst heim. Na gut, dann auf nach Hause. Dum, 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 dum. 68 Stunden, meine Fresse. Ja, mit der Persona-Teil hat man mal gut was zu tun hier. So, das letzte Buch jetzt. Das müsste jetzt das letzte. Der letzte Band sein, eigentlich, oder? Den wir vom verfluchten Lehrer hier, vom unschuldigen Lehrer haben oder so. Gemobbte Lehrer. Die letzte Lektion, komm. Die letzte Lektion, die uns dann auch wirklich das Level abbringt, was wir haben wollen, richtig? Und? Der Lehrer hält seinen letzten Unterricht des Jahres, dann springt er aus dem Fenster. Nein, die Augen seiner Schüler füllen sich mit Tränen. Durch die Geschichte entwickelt zu Mitgefühl. Scheiß Lesen, und? Was ist? What the fuck, wie viel brauchen wir denn davon noch? Also,
Unfassbar. Wir werden nie das volle Verständnis bekommen, glaube ich, oder? Es ist unschaffbar. So, Ei ist frei, aber Naoto ist auch frei. Da werden wir natürlich eher Naoto nehmen. Aber Kanji ist auch frei. Wir nehmen mal Kanji. Oder, ach, ich weiß nicht. Ich meine, Kanji ist jetzt schon so weit. Ja, also Naoto bringt uns aktuell mehr, muss man wirklich mal sagen, ne? Wäre jetzt wahrscheinlich gut, so hin und her zu springen, aber Naoto bringt halt einfach mehr, weil die jetzt in unserer Gruppe ist aktuell. Ich nehme Naoto. Oh, Flipsi-san, bla bla bla. Willst du Zeit verbringen? Ja, will ich. Oh ja, bitte, ich freue mich. Inaba Shoppingviertel. Du hältst dich mit Naoto, du spürst was und weiter geht's. Na, so schnell kann das gehen. Ich kann im Krankenhaus arbeiten. Haben wir noch ein Buch, was Verständnis verbessert? Mut, Mut, Mut. Verständnis, Verständnis, Verständnis. Redeweise. Mut. Jetzt kommen nur diese komischen Sachen hier. Chinesisches Essen. Na gut, wenn es sein muss. Ich will nicht. Gut, wir brauchen aber erstmal einen Teufel. Wir brauchen einen Teufel für die Alte hier. Gut, also. Teufel. Wir nehmen natürlich Ukubach mit seinem kleinen Löffel da, ne? Nicht genug Platz, wisst? Dann fusioniert halt noch was. Was ich gerade nicht brauche. Den Jin zum Beispiel brauche ich gerade nicht. Also Hachiman behalte ich. Kinky hier. So. Oder ich schmeiße jemanden raus hier. Ich habe zu gute Sachen jetzt hier. Jin, Magier brauche ich doch gar nicht. Den kann ich doch theoretisch rauswerfen. Ne? Oder ich. Weiß ich nicht. Er und Fortuna. Weil dann machen wir lieber. Ja, fusionieren wir lieber irgendwas, ja. Ich meine, ich kann der Fortuna dann wiederbeleben, trotzdem. Na ja, komm, mach mal hier. Ja, ist eben völlig egal hier. Also, das sah von mir aus. Das sah egal. Völlig egal. So, da haben wir ihn. Ach, wunderschön mit seiner spitzen Sonic-Frisur. Ich bin Raphael. Ich schütze dich und heile deine Wunden. Und ja, bin fort mit dir, du Dämon. So, ja, neue Stufe. Basukaya. Wunderbar. Ich bin völlig zufrieden. Schöner geht's nicht. Der ist auch ein Liebender, ne? Okay. Ist ja klar, gut, dass er ein Liebender ist. So, und jetzt aber Ukubach, ja? Also, Kompendium. Teufel, Teufel, Teufel. Da, hier haben wir ein kleiner Löffel-Teufel. Na dann, macht euch bereit. Ich muss mich da emotional drauf einstellen, aber na gut. Fangen wir an. Weil der was jetzt wieder Trauriges zu berichten hat. Krankenhaus Inaba, du putzt fleißig und es ist wieder gruselig. Geister von toten Menschen kommen hier, wird sie beobachtet, bla bla. Mut hat sich erhöht. Aha, gute Arbeit. Was hast du heute geschafft? Lass mich in Ruhe, bitte. Geh weg. Nein, ich werde dich auf ewig belästigen. Du spürst, dass eure Beziehung bald enger wird. Nee, muss nicht sein. Wenigstens habe ich ein bisschen Geld verdient, ne? Immerhin. So, mal sehen, was es jetzt zu bereden gibt hier. Du hast eine Unterhaltung mit. Na, habt ihr was Interessantes zu erzählen? Wow, sieh dir mal die Wolken an. Angeblich soll das Wetter ab morgen schlechter werden. Oh, sag nicht, dass dein Nebel wiederkommt. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Irgendwann stolper ich auf dem Heimweg vor der Nachhilfe noch im Dunkeln und schlag meinen Kopf am Bordstein auf, ey. Ich kann dich ab morgen immer nach Hause begleiten, wenn du willst, Senpai.
Naja, so macht er sie an ihr also ran, ne? So, jetzt hier. Wieder Unterricht, ne? Damit ihr es wisst, ich bin gerade völlig unmotiviert. Sobald man merkt, dass was nicht stimmt, holt einen die Traurigkeit ein. Man sollte die Heirat nicht überstürzen. Nicht, dass ihr jungen Leute das versteht. Den Fehler müsst ihr erst selbst machen. Ich hätte jetzt gern Bier. Oder ein ganzes Sixpack oder ein ganzes Fass. Apropos heiraten und Bier. Anders hätte man die Ehe nicht aus. Das englische Wort bridal, also hochzeitlich, geht auf Alkohol zurück. Weißt du inwiefern, Hanamura-kun? Was? Warum ich? Hey, Moment. Was war die Frage? Steht das im Lehrbuch, worauf das Wort bridal zurückgeht? Ja, wahrscheinlich Bright Ale. Also Ale ist ja auch ein alkoholisches Getränk. Bright Sake gibt ja keinen Sinn. Also Bright Ale muss es sein. Bright Ale ist richtig. Das hat wohl damit zu tun, dass in England zu feierlichen Anlässen und Festen Ale getrunken wurde. Und ohne den einen oder anderen Drink übersteht man keine Ehe, sage ich ja. Was hat das mit Mathe zu tun? Das ist eine gute Frage. Trotzdem danke. Die sieht aus, als hätte sie den Praktikanten. Die sieht aus, als hätten sie den Praktikanten eine Textur zeichnen lassen, ja. Ja, ich finde, die sieht ein bisschen psychopathisch aus. Also, die hat schon viel erlebt, glaube ich, ne? Aber, was soll ich sagen? Sie ist eine Mathelehrerin. Ich glaube, jeder Mathelehrer hat so eine kleine Psychose, oder? Tut mir leid, dass ich immer meinen Tagträumen nachhänge. Ja. Ist schön, freut mich für dich. Dass deine Tagträume dich aufhalten hier. So. Flippst du hier an dieser Stelle? Treff hier sonst nicht an. Es ist ungewohnt, dich hier zu treffen. Nehmen wir an, das war einfach nur ein dummer Scherz. Entschuldige, dass ich damit belästigt habe. Bla bla bla. Ich komme auf dich zurück, Naruto. Alles gut. Nach der Schule. Jetzt mal hier Flipsi Nahaufnahme. Das ist ein Gesicht voller Emotionen, ja. Also die ganze Bandbreite des Herzens in sein Gesicht geschrieben. Why you did it, da, 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 da. Still again, oh. Ja komm, wir machen jetzt Naruto. Ich meine, wenn sie ihn schon anbietet, dann werden wir ja so ein Level abbekommen. Also. Achso, warte mal, ich muss ja noch hier Fortuna nochmal beschwören, das habe ich ganz vergessen. Bei der Musik hat man direkt Lust, der uncoole alte Sack in der Disco zu sein, ja. Ja, also muss sein, die Musik ist ja einfach klasse. Also Persona, also wenn man Persona eine Sache nicht vorwerfen kann, dann ist es, dass es schlechte Musik hat. Also die Musik ist fantastisch. In allen Teilen, auch in Persona 3, wohlgemerkt, ja. Unabhängig davon, was ich von Persona 3 halte, die Musik ist auch wirklich fantastisch, also anders kann man es nicht sagen, ja. Und es ist super tanzbar, also. Le Fortuna. Fortuna. Ach, da war's. Vorher mit dazwischen gequetscht. Ich muss einen rauswerfen. Ich brauch die ja alle eigentlich, das ist ja das Problem. Ach, weißt du was? Scheiß drauf hier. Schmeiß mal die. Schmeiß Ukubak raus. Ist jetzt auch egal, ganz ehrlich. Oder wir fusionieren nochmal. Das gucken wir mal vielleicht. Aber trotzdem, ja, fusionieren ist immer okay. Kinky will ich nicht rausgeben. Sibylle. Lea. Lianen Siede. Oder Sibylle brauche ich auch, Liebende. Nee, brauche ich nicht. Ist doch Quatsch, zwei Liebende könnte ich ja miteinander verbinden, das passt schon. Ja, komm, mach hier mal Garudain, Megidola. Diarahan ist noch eine gute Sache. Amrita ist auch vielleicht, warte mal, Diarahan brauche ich nicht, da habe ich zu viele, die das machen. Ausweichrate, körperlich benommen auf jeden. Machen wir noch die körperliche Barriere da. Warum nicht? Ach, dankeschön. Persona ist aber noch ein bisschen besser, wenn du Priester-Doktor-Spiele dazu gibt, ja. Ach, danke. Sieht ein bisschen gelangweilt aus, ja.
Ich bin Lianen Siede. Ich gebe dir meine Kraft, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Da, bitteschön. Ich kann auch lachen, ne? Na, guck doch mal deine Kraft. Tentara Fu! Panikboost. Den krieg ich auch bald hier. Mal gucken. Energieschauer. Was kann das denn machen? Hebt Enervierung, Erschöpfung auf. Brauchen wir nicht, wenn wir Amrita haben. Weg damit. Völlig unwichtig. Wiederbelebung ist völlig okay. Och ja. Jetzt mit den versetzt alle Gegner in Panik, können wir wegschmeißen. Das ist halt so. Das trifft auf die wenigsten Gegner zu. Bekomme ich gerade selber Bock, das zu let's playen. Hab jetzt endlich Gothic durch. Oh, hast du dann deine eine Stelle da geschafft, die der, wo du stecken geblieben bist. Ja, das ist deswegen, also Persona ist halt echt ein Spiel, was super viel Spaß macht. Was soll man sagen, ne? Und ich meine, ich kann auch empfehlen, wenn du es noch nicht gespielt hast, Spiel Persona 5 auch, ne? Also, es ist ein Spiel, was, wo man sich sehr, sehr viel Zeit für nehmen muss. Also, ich habe das ja auf meinem Kanal gespielt. Ich habe dafür wie lange gebraucht? 190 Stunden oder 180 Stunden? Also, es war ordentlich, sagen wir es mal so. So, was wollte ich jetzt nehmen? Ich wollte jetzt hier Fortuna. Oh, zur Hälfte ausgebucht. Stelle mehr als 50% des Kompendiums fertig. Offenbar hast du mittlerweile eine Menge an Personas gerufen. Nun denn, wie versprochen, hier ist ein weiteres Geschenk. Velvet-Karte erhalten. Es kostet 15% weniger Personas aus deinem Kompendium zu rufen. Sehr gut. Damit kostet es noch weniger Personas aus deinem Kompendium zu rufen. Es scheint noch eine Menge Personas zu geben, von deren Existenz du noch nicht weißt. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was für Personas du in Zukunft noch finden wirst. Ich freue mich darauf, weitere Personas für dich zu rufen. Irgendwann werde ich dich erneut beschenken. Also dann. Igo hat auch ein kleines Geschenk für dich mit seiner langen Nase, ne? So. Also, Fortuna. Nicht Fortuna, sondern... Ja, was war denn jetzt hier? Was war nochmal? Bin ich jetzt völlig bescheuert? Ne, war Fortuna, ist schon richtig. Sag mal, jetzt... Man merkt, es ist spät, ey. Also wirklich, meine Güte. Ich finde Fortuna nicht. Zwar bin ich blind. Wo ist Fortuna? Da war's. Meine Güte. Meine Eltern haben es nicht verstanden, dass ich daran Spaß hatte. Die waren so, was machst du da gerade? Ich lese ein Buch, um weiser zu werden, damit meine Freundin mich mehr mag. Und jetzt... Jetzt gehe ich fürs Abendessen einkaufen. Naja, ne? So ist das. Prioritäten, ne? So, oh, Teddy, hi. Mit dir machen wir auch nichts. Also jetzt nichts Persönliches, aber... Wir machen jetzt was hier mit... unserem guten Naoto. Auf Lipsisan Zeit verbringen, ja. Nein, ich komme allein zurecht. Na, okay, danke schön. Trotzdem, dass du mitkommst. Freut mich. Das ist ein weiterer Liebesbrief. Hält eine Karte in der Hand. Noch ein Liebesbrief, hä? Nein, es ist komplizierter. Es ist eine Abmahnung von der GZ. Naoto seufzt. Erinnerst du dich noch an die Karte, die du mir letztens gebracht hast? Sie ist aus dem gleichen Material, hat die gleiche Größe, ist unsigniert, genau wie beim letzten Mal. Ich bin mir fast sicher, dass sie von derselben Person stammt. Lass uns darüber an einem ruhigeren Ort reden. Ja, dann ist ja ganz schön besessen davon, meine Güte. Samigawa Flussaue. Du schaust dir gemeinsam mit Naoto die Karte an. Auf der Karte steht folgendes. Verehrter Detektiv, deine Wertsachen sind in meinen Händen. Ja gut, wer wird das wohl geschrieben haben? Le Dieb, ne? Willst du sie wiederhaben? Das Spiel hat begonnen. Der Phantomdieb? Okay, interessant, dass hier schon die Phantomdiebe gedroppt werden. Okay, oder es ist Jigsaw, ne? Das Spiel hat begonnen. Ja, lass uns ein Spiel spielen. Das scheint das Werk des Diebes zu sein, der ins Shirogane-Anwesen eindrang. Ich werde sie... ist ja falsche Stimme. Ich werde sie Yuki Shiji-san schicken. Er übergibt sie dann der Polizei als Beweis.
Der Phantomdieb. Wie absurd. Also Torfitz hat damit nichts zu tun, ne? Ich verschwende darauf keine Zeit. Richtig so. Warum so nervös? Ich bin nicht nervös. Ja, Entschuldigung. Ich bin nicht nervös. Ich erinnere nur den Namen der Shirogane-Familie, in dem ich den Fall bis zum Ende betreue. Okay, ich weiß, worauf das hinausläuft, ne? Also Naoto wird lernen, nicht immer so besessen von den Fällen zu sein, sondern auch mal ein bisschen lockerer zu sein, ne? Sich zu entspannen und dann ist gut so. Oh, Naoto senkt den Blick. Allerdings, er drang in unser Anwesen ein und schickte mir diese Herausforderung. Wenn ich das der Polizei überlasse, würde das die Ehre der Shiroganes gefährden. Oh, das kann nicht sein. Oh, genau das passiert, das passt mir daran nicht. Wenn ich bei dir bin, verliere ich immer die Fassung. Du machst mich ganz wuschig. Ich will mit diesem kindlichen Spiel nichts zu tun haben. Aber wenn ich es ignoriere, macht mich das wütend. Ich lande in einer Jigsaw-Falle. Ja, viel Erfolg. Wow, viel Erfolg. Interessiert mich nicht. Schnappen wir ihn gemeinsam. Natürlich werden wir das. Du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht. Oh. Lösen wir diesen Fall gemeinsam. Oh. Und sie wird rot. Oh, sie ist verlegen. Du nimmst mit Naoto zusammen die Herausforderung des Phantomdiebs an. Ja. Du spürst, dass sich deine Beziehung zu Naoto vertieft hat. Ja, da wollen wir mal Torfes fassen, ne? Naoto Shirogane. Und was haben wir jetzt? Beeinflusst auch seine Persona. Oh! Konzentration verdoppelt mal. Oh, geil. Ich würde sagen, die solche packen wir jetzt raus. Also die Mudo Boost und so und Hammer Boost, lass mal. Also Makarakan ist tatsächlich besser als ich dachte. Ja. Deswegen werde ich sagen, die solche geht raus. Ist in Ordnung. Mal ganz ehrlich, hallo. Also. Komm. Konzentration ist schon geil. Man kann ja auch ihr Megidola eigentlich verbessern. Da es entschieden ist, sollten wir uns die erste Karte nochmal ansehen. Da muss irgendein Hinweis drauf sein. Oh, natürlich werde ich diesem Fall nur in unserer Freizeit nachgehen. Ich muss mich noch um anderes kümmern. I'll see you again. Du bist ja auch so ein Teil des Weges nach Hause gegangen. Und dann ist sie mit zu dir nach Hause gegangen. Du kannst im Krankenhaus arbeiten. Okay. Ich würde sagen, den Tag, also jetzt, den Social Link mache ich jetzt noch und dann höre ich mal auf für heute. Ich glaube, dann reicht es wirklich. Also, ich bin schon ganz schön müde. Dann machen wir das jetzt noch. Teilzeitjob, Krankenhaus, Ukubach. Na los. Bringen wir es hinter uns her mit der. Du schrubbst fleißig, alles hier gruselig, überall Geister und Zombies. Ghosts, Ghouls und Goblins. Aber was sind das ja? Geklonte Krankenschwestern. Du hast die Krankenschwestern miteinander reden. Ach, welches Zimmer war das noch? Das mit dem Patienten, von dem Uehara-san sprach. Was? Mach dich lieber davon, sonst keift sie dich noch an. Also ganz ehrlich, Atlas, da hätten die sich echt mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Das ist wirklich genau das gleiche Charaktermodell. Wenigstens mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Leberfleck im Gesicht. Oder eine andere Haarfarbe. Das sind wirklich genau die gleichen Figuren. In letzter Zeit ist sie echt unheimlich. In letzter Zeit ist immer unheimlich. Sie hat's schon versucht. Ah. Oh, oh. Wenn ihr Zeit zum Schwatzen habt, habt ihr auch Zeit für die Patienten. Nakata-san, Zimmer 512, hast du schon die Darmentleerung erledigt? Wow, die Darmentleerung ist... Warum machst du das nicht? Dir gefällt das auch wahrscheinlich, oder? Wollte ich gerade machen. Ihr beide seid Quasselstrippen. Ihr seid nicht so anständig wie ich, ne? Takahashi-san, das Formular für die neuen Medikamente weist mehrere Fehler auf. Es tut mir leid, ich korrigiere es. Bitte nicht schlagen. Das habe ich schon gemacht und bereits versteckt. Geh einfach. Sehr sympathisch, wirklich. Oh, good job. Flipsikun, du arbeitest ja, das ist gut. Oh, ich bin da mal los. Oh. Ist das nicht die Krankenschwester, die dich irgendwie vergenussferkelt? Genau die ist es, ja. Also, was soll ich sagen, genau die ist es. Und ich soll noch Mitleid mit ihr haben, weil sie irgendwie sich nach oben bumst. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sayoko wirkt bleich und erschöpft.
ich würde, ich interessiere mich das nicht, soll sie ausruhen. Bleib stark, was weiß ich. Schon gut, ich kann arbeiten und noch viel mehr, glaub mir. Diese Hände funktionieren auch noch nach einer langen Schicht, ja? Sayoko lächelt verlegen. Oh ja, alles blitzblank. Schön blitzblank geschrubbelt. Ich mag dich, du strengst dich an. Ich kann eine Gurke ohne zu kauen schlucken. Weißt du, was das Problem ist? Ich könnte mir es bei ihr wirklich vorstellen. Es ist nicht weit hergeholt. Sayoko hat deine Arbeitsmoral gelobt. Und ich renne schreiend weg. Du spürst, dass Sayoko dir vertraut. Das sollte mir Sorgen machen. Ja, Krankenschwester, Rang 7. Ah, ich habe gerade auch keine Zeit. Ich muss wieder die ganze Nacht durcharbeiten und einfach nur rumstehen. Bis dann. Du kannst mich gerne in meinem Zimmer besuchen. Oh. Goodbye, nach einer Schicht bist du nach Hause gegangen. Du hast aber 6500 Yen verdient, das hat sich schon ein bisschen gelohnt, wenigstens. So, der Unterricht ist vorbei und auch mein Stream ist jetzt vorbei. Und ich speichere jetzt hier an dieser Stelle. Ja, aber existiert bald, überspeichert. Ja, genau. So, ich würde sagen, wir haben gut was geschafft. Ne? Ich meine, wir haben den wirklich durchaus schweren und fordernden Endkampf geschafft. Jetzt warten wir, dass Nanako erwacht, ne? Haben auch ein paar coole Soulslings. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich Naoto, ja, dass wir den Soulslink aufgebaut haben. Und ich bedanke mich sehr, dass auch RetroFloppy heute dabei war. Also, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ich wünsche euch beiden eine gute Nacht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Persona 4 Golden. Bis dahin und ciao.